Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Weihnachten und den Jahreswechsel werden wir in diesem Jahr sehr verhalten feiern. So viele Menschen wurden in Berlin getötet und verletzt. Auch an anderen Orten auf der Welt herrschen Krieg und Terror. Erinnern wir uns an das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten. Das sind nur Worte, doch Worte können Wunder wirken. Sie mahnen zum Frieden, sie appellieren an die Vernunft. Mit Worten zieht man aber auch in den Krieg und stachelt Menschen zum Hass auf. Ich wünsche uns allen, dass wir im Jahre 2017 Worte finden, die wohlwollend die Herzen unserer Mitmenschen erreichen. Und ich hoffe und erwarte, dass wir klare Worte finden, wenn jemand angegriffen oder in seiner Würde verletzt wird. Unseren Feuerwehrleuten und Rettungskräften, der Polizei und allen Kolleginnen und Kollegen, die an den Feiertagen im Dienst sind, wünsche ich eine ruhige Zeit sowie einen Jahreswechsel ohne Zwischenfälle. Uns allen wünsche ich frohe Festtage, aber auch Erfolg, Glück und Gesundheit für das neue Jahr 2017. Mögen es ruhige und friedvolle Tage werden. Alles Gute und Glück auf!